Geronimo! Hey, hey, was machst du denn da, Masti? Hey. Ich springe. Du schwimmst wohl eine Runde. Hallihallo. Hey, bereit für Action? Action. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, woher kommt die Musik? Ich habe da vorher voll viele gekillt. Ah, die Leute sind wieder zurück. Und chillen hier. Hallo. Hallihallo. Himmel, die suchen nach dir und du läufst hier einfach rum? Ja, natürlich. Was? Ich lauf hier einfach hin. Oh. Ich mach sowas von Rucksack. Es geht. Es wurde gemeldet, dass Drubman einen weiteren Peggy-Angriff abgewehrt hat. Wir sollten rübergehen und schauen, ob sie was brauchen. Alles klar, Drubman! Johns Bunker entkommen? Holla die Waldfee! Natürlich bin ich Johns Bunker entkommen. Überrest eines stümperhaften Gefängnisausbruchs. So! Alles klar! Oh, das ist ganz schön. Hey, Amigos! Nein, nein, nein. Ich bin zurück! Nein, nein, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier noch ein Prepper-Versteck. Oder was haben wir hier? Nee, das ist John erledigen. John gehen wir noch nicht erledigen. Hier habe ich nämlich noch ein Prepper-Versteck. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen zum Nachschauen, was es da gibt. Ja, und dann können wir John erledigen. Sieht so aus, als wir... Verdammt! Ah, wir haben auch noch mit Ray... haben wir auch noch eine Mission. Eine Fliegermission, Masti. Ja, war schön, mit dir gespielt zu haben. Also wir haben noch ein paar Stellen abzuklappern, bevor wir John in den Arsch treten. Also komm, steig ins Auto. Morgen geht er mal Hirsche jagen. Auto? Morgen geht er mal Hirsche jagen. Auto? Ja, dieses Auto. Ey, 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 ey! Das Auto! Das Auto? Alles klar. Digga? Warum schießt denn du wieder auf die Leute? Ich hab auf den Baum geschossen. Sieht das aus wie ein Mensch? Egal, egal, wir Was laufen. Machst du? Es sind 300 Meter, laufen wir einfach durch den Wald. Ich bin irgendwie mit dem Auto jetzt stecken geblieben. Komm jetzt! Ja, ich fahr weg. Du fährst nicht weg, komm jetzt. Das Auto steckt fest. Ey, ich fahr doch. Scheiße, muss hier weg. Okay, warte, ich komm zu dir. Ja. Aber ich konnte das Auto freifahren, Digga. Mach das den Leuten nicht immer Angst, ich weiß nicht. Mach ich doch nicht. Alter, die hier erschrecken sich schon genug bei deinem Gesicht. Jetzt hör mal zu, ja? Schau dich mal an. Mit deiner roten Mütze. Ja. Du hast rote Haare, ich hab rote Mütze. Ich hab doch keine roten Haare. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Mütze. Was? Natürlich hast du rote Haare. Hier ist ein kleines Lager. Munition und etwas zum Lesen. Wahre Fakten. Oh Gott. Juhu. Endlich mal ein ruhiges Plätzchen hier. Ja, schön hier. Keine Pegis, die mir auf den Sack gehen. Sag das nicht zu laut. Warte mal, was ist da unten? Ah, scheiße. Hey, du Penner! Lass den in Ruhe! Aua! Drecksack. Scheiße. Hey! Wir konnten den gerade noch retten vorm Ertrinken hier. Was geht denn ab? Wo ist der? Ey, Kumpel, beruhig Digga, dich. Digga, sei vorsichtig, ich höre da Feinde rumschreien. Mein ganzes Leben lief von mir ab. Ja, ich sehe sie. Ich höre sie nicht nur, ich sehe sie. Da kommt der Flammenwerfer. Alter, wie viel hält der denn aus? Das ist ein bisschen ein krasser Typ. Oh, wow. Das sind ganz schön viele. Halten die insgesamt aus? Was ist los? Sehr schön. Das war's. Wo ist der Typ hin? Hey, warte! Wo ist der hin? Bin nicht abgehauen?
Ich wollte noch mit ihm reden. Naja. Wie er einfach mal über den Peggy heizt. Heftig. Ja, heiz über den toten Bastard. Wir haben es nicht anders verdient. Ach du Scheiße. Ein ausgebranntes Haus. Die Schweine, echt. Hier soll was sein? Mhm. Die Peggys, ja, ist. Im Haus ist ein Bunker versteckt. Okay. Dann mal rein. Ja, warte. Was war das? Aua. Hey Gott, was hast du gemacht? Ich weiß, ich bin durchs Fenster nur. Warum hat mir das so wehgetan? Und warum habe ich das gespürt? Oh Gott, hier ist Feuer. Hier kommen wir nicht durch. Aua, 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 aua. Was habe ich dir gesagt? Hier kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir raus. Was ist denn hier? Warte mal, vielleicht muss man übers Dach. Was ist nicht drin? Also ich komme da nicht hoch. Ich komme hier nicht rein. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg nach drinne. Oh, Benzin. Wie sieht das alles ziemlich... Eine Seilrutsche. Warte mal, Seilrutsche. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Hopp! Juhu! Wow! Nein. Nein. Ich bin oben. Ja? Nicht. Und wie? Hast du das gemacht? Oh, Zocki, komm her. Setz dich mal rein, du Clown. Setz du dich doch mal da rein. Ui. Hey. Vielleicht muss man irgendwas kaputt machen. Oh, das war falsch. Das nehme ich natürlich wieder mit. Hä? Für mich steckt es immer noch drin. Okay. Ah ja, perfekt. Lass mich raus! Lass mich raus! Was? Ich hab gesagt, lass mich raus. Ich dreh schon wieder durch. Kommt man hier rein? Von oben auf jeden Fall. Es muss von oben sein. Die Frage ist jetzt nur, ist das Feuer vielleicht Tarnung? Ja, dann lauf doch nochmal durch. Wenn's Tarnung ist. Au. Ja. Ist heiß, tut weh, ne? Ja. Ja. Tut weh. Ja, das denke ich mir. Das tut richtig weh. Hey, wie bist du jetzt da reingekommen? Weil es so weh tut. Das ist Feuer Tarnung. Am Wegen. Man muss hier durch, ja? Ja, siehst du wohl. Okay. Alles klar, hab den Bunker! Aua! Oh, Junge! Das war knapp. Und abwärts. So. Was haben wir denn hier? Karten und ein Anrufsbeantworter. Grace, bist du da? Heb ab! Wenn du das hörst, dann verschwinde verdammt nochmal, verstehst du? Die Peggys jagen Menschen wie dich. Leute, von denen sie wissen, dass sie mit Waffen umgehen können. Sie kommen mitten in der Nacht und brennen ihre Häuser nieder. Ich weiß, dass du dich wehren willst. Bitte, ich flehe dich an. Tu es nicht. Du musst fliehen. Gott, ich hoffe, du hörst das noch rechtzeitig. Alles klar. Zocki, hier ist das andere. Ich
Ich habe kein Wort verstanden. Was? Ich muss hier Kohle einsammeln und Punkte und Waffen und... Oh. Ja, vor allem, ich kann ja mit diesen Punkten noch richtig viel machen. Ja, du nicht, ich schon. Ich kann dir 67 Punkte irgendwie geben. Hier. Ein Tresor. Mit ein bisschen Geld drin. Knicki Knacki, her. Guck mal, ein... Knicki Knacki? Na, am Saki. Ein Medizinball, extra für dich, Masti. Ist gut gegen deine Hämorrhoiden. Erstens habe ich keine Hämorrhoiden. Aua. Digga? Ja? Den Hämorrhoidenball, den kann man sogar verschieben. Ah, jetzt ist er weg. Was? Nee, der ist immer noch da. Hm. Ist ja auch egal. Es ist, das ist der Hämorrhoiden, ich bin wegball. Du hast den Dingens rausgenommen, gell? Was? Die Sachen aus dem. Hä, warum ist jetzt hier plötzlich das Fenster offen? Weil das Ding hier runtergefallen ist. Ja, das Gitter. Ein Bär. Nein! Ein Stier! Scheiß Ochse. Ich bin voll. Oh, ich muss verkaufen gehen. Ah! Alter! Boah. Digga. Jetzt geht's wieder ab. Okay. Ey. Hier ist wieder ein Sünder unterwegs. So, alles klar. Ich würde mal kurz ins Geschäft rennen, weil ich... Ja, so... Aber sollte man nicht fahren? Warte, ich war noch bei dem Depot da oben noch nicht. Das gehen wir. Oder wir fahren, ja. Ey, ich fahr. Ja, Jesus ist bei uns. Ja, Jesus ist bei uns. Jesus ist in mir. Jesus gehört mir. Jesus, du bist der Beste. Jesus, mach ihn platt. Mach ihn platt. Schieß ihm doch in den Kopf. Nein, nicht auf die. Nein, Alter, du triffst wieder die. Oh. Ja, halt's Maul, du scheiß Radio. Masti, Jesus ist da rausgeflogen. Jesus. Jesus. Können wir mal schauen, was hier oben ist. Oha, da sind sie wieder. Fackeln alles wieder ab hier. Solche Drecksäcke. Alter. Wie viel halten die eigentlich aus? Richtig viel. Deswegen bekämpfe ich sie jetzt mit ihren eigenen Waffen. Wo sind sie? Alter, was ist denn da los? Hallo, Freunde! Feuer gefällig! Crazy Clown ist wieder hier. Bomb! Oh. Au! Drecksäcke. Ist okay bei dir? Ja, es brennt alles. Ich muss nur weg. Ah, was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Oder? Hä? Basti, was machst du denn da? Tracker fahren! Ja, Tracker fahren. Kommt man hier irgendwo rein oder? Das war's, ne? Hier, sonst gibt's nichts mehr Interessantes. Nee. Okay, dann gehe ich mal schnell in das Geschäft oder Bier oder. Ja, mit dem Traktor! Warte, da oben ist aber ein Rucksack, da musst du doch hinkommen. Wo ist ein Rucksack? Da. Hä? Da geht's doch rein, oder? Warte mal, da muss es echt reingehen. Du hast recht. Zack. Hey, sei Rutsche. Warte mal, ich kann mich da... Hey, aua. Was war denn das? Keine Ahnung, was... Wie ist
explodiert einfach im Truck. Na toll, es brennt alles. Ich kann dich nicht holen. Ich brenn schon wieder. Ich klammer mich mal ans Leben. Ja, klammer dich ans Leben. Ich kann. Ich brenne. Nein, nein. Gott, die ganze Hütte brennt, Masti. Ich hatte Bock auf ein Barbecue. Ich merk's. Alter, ich bin nur Trecker gefahren. Was ist los? Ja. Ich hol dich mal wieder hoch hier. Dankeschön. Ah, warte, aber jetzt können wir da hochklettern. Und ja, deshalb wollte ich den echt dahin fahren. Das mitnehmen und da reinklettern. Ah. Ein kleines Versteck. Ah. Sehr schön. Ich war es nicht. Nein, ich weiß, dass du es nicht warst. Es geht halt den einfach wieder voll. Ja, den Punkt habe ich. Und hier ist noch ein Safe. Hast du auf? Alter. Ja. Der ist leer schön. Für mich. Was? Scheiß Safe. Gut, das nehme ich auch noch mit. Erste Hilfe. Alles klar. Und okay, ich wollte jetzt gerade hier an das Kabel ranspringen. Oh, schau an, was ein Peggy uns gebracht hat. Hey. Das ist aber nett von ihm. Aber lieb. Das ist echt nett. Ist das nur einer? Nein, nein, nein. Sehr schön. Ist aber echt lieb von denen. Die haben hier einen gekillt, die Schweine. Wen haben die gekillt? Der, wo da liegt. Das ist auch ein Peggy. Nee. Ach. Ein Zibi. Ist doch kein Zibi. Der hat doch so einen Mantel an, wie so ein Peggy. Ja, aber nebendran liegt doch ein Zivilist. Nein. Das ist auch ein Peggy. Bei dir nicht? Nee, es sind zwei Peggys. Echt? Bei mir hat der so ein Kapuzenshirt. Was war das denn jetzt? Eine Kuh. Moo. Moo. So, ich geh mal kurz da hoch. Ich muss in den Laden. Lass die Kuh in Ruhe. Ich wollte ihn nur im Popo schießen. Ich muss verkaufen. Wo willst du jetzt hin? Ich dachte, wir haben einen Heli. Ich höre irgendwas. Ah, ein Vielfraß. Der greift die Kuh an. Gottes, er hat die Kuh getötet. Und jetzt greift er dich an. Und jetzt ist er tot. Und ich nehme seine Haut. So. Gehen wir mal kurz da drüben ein bisschen verkaufen. Ja, mit deinen Waffen. Black Horse Peak. Ah, da ist er ja. Ah, da geht's schon wieder ab. Der wird verfolgt von so einem Viech. Joseph versucht, Johns Tod zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Ey, was geht? Berichten zufolge fahren Boote der Sekte im Drubman-Yachthafen ein und aus. So befördern sie wohl ihre Drogen innerhalb des Countys. Ah, danke für die Info. Ey, was ist denn da los? Wo ist denn der hin? Ey, bleib stehen! Komm doch her! Hallo, ich will mich... Sie sehen mich nicht mehr, komm! Sind da wieder Peggys oder was? Ja, da kommen sie, da kommen sie. Ja, aus dem Wald wieder. Schnell, hol ihn hoch. Okay, ich geh mal so lange einkaufen. Und verkaufen. Ich muss auch einkaufen. Hey. Aber das werde ich nicht zulassen. Hey, hallo. Ah, sehr schön. Also, ich verkaufe gleich mal. Schnell verkaufen. Sehr schön. Boah, ich hab so viel Geld. Junge. Hast du? Ja, hab ich. So, wie wär's mit einer neuen Waffe? Ach, komm schon. Wieso kriege ich nie eine neue Waffe? Die hat Feuer am Pfeil. Oh. Meine Genauigkeit ist die hier aber besser. Die kostet 7000. Oh, der Witwen-Trailer. Nein, der White-Trailer. Der Witwen-Trailer. Oh, ich habe meine Lesekraft.
Lesegeschicklichkeit, echt. Naja, gut. Ich kauf den und knall da auch gleich wieder was drauf. Ja, Charlie und... Nein. 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 Doch eher sowas. Noch ein verbessertes. Sehr nice. Und schon wieder fast alles ausgegeben. Wieso kann ich bei der jetzt nichts machen? Wieso musst du immer rumheulen? Weil ich jetzt dran bin, deswegen. Achso, ich kann es auch an- und ausmachen. So, sehr schön. Ja, habe ich ordentlich wieder Geld ausgegeben. Ja, klar. Ah, vielleicht kaufe ich noch ein bisschen eine neue Maske. Wie wär's damit? Oder eine neue Kleidung, neue Outfit. Oh. Schnellverkauf. Nein, dafür habe ich kein Geld mehr. Aber für eine neue Maske habe ich immer Geld. Schnellverkauf. Nein. Ich glaube, ich setze mal die Maske ab. Wo ist denn meine Maske? Ja. So. Such mir mal ein gescheites Outfit. Oh yeah. Mr. Cowboy. Nice. Gekauft. Kopfbedeckung. Ist keine Maske oder so? Ja, sowas zum Beispiel. Das ist nice. Ah, kostet zu viel. Kostet alles zu viel. Ah, schade. Egal, das nächste Mal. Oder das? Ah, das ist alles viel zu teuer. Schade. Egal. Na, warte, ich nehme noch hier. Yeah, howdy, Partner. Ja, Mann, das ist nice. Ach, das kann ich mir auch nicht leisten. Okay, ich kann mir nichts mehr leisten. Dann gehen wir weiter. Ah, ein Hund! Alter, wie er einfach die... Ich meine, ein Wolf, wie er einfach die Leute zerfleischt hat. Das sind mehrere Wölfe. Okay. Wie sehe ich aus? Cool. Was geht? Alter, komm, Truck fahren, Digga. Warte. Fahren Boote der Sekte im Drubman Yachthafen. Achso, das habe ich schon. So befördern sie wohl ihre Drogen innerhalb des Countys. Warte, ich muss erst mal checken, wohin es geht. Ein bisschen Truck fahren ist nicht schlecht. Yeah, man. Jeden. So richtig amerikanisch, man. Und yes. Los, Digga. Warte, erstmal muss ich gucken, wo wir hingehen, man. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hingehen, man. Aber ich glaube, ich habe alles jetzt abgeklappert. Wir gehen jetzt noch zum Ray. Gucken, was der noch will. Verdammt. Ja, ja. Okay. Yeah, man. Auf geht's zum Ray. Obwohl wir den Ray eigentlich schon gemacht haben. Oh, Vorsicht. Vorsicht! Hey, KW-Fahrer, Zucky und Masti sind on the street. Ich, jetzt überfahren. Batz! Was war das? Ich lebe noch. Was war das? Ich lebe auch noch, aber was war das? Ich weiß es nicht, ich bin erschrocken. Alter, wir sind doch nur über den drüber gefahren. Hatte der etwas Sprengstoff an sich? Dem? Vorsicht, Peggys! Oh, mal gucken, meine neue Waffe, wie die ist. Na, komm schon! Das war's schon? Gut gemacht. Du bist richtig gut. Ach. Du bist alle das weg. Neue Hoffnungssymbol für das ganze Tal. Ja, ich weiß, danke. Du kennst doch diese Judge-Wölfe, die wir gesehen haben. Sie werden offenbar in der Elk Jaw Lodge erschaffen. Gehen wir los und machen diese Wichser platt. Alles klar. Gott, was ist das? Wow! Wo genau ist denn das? Oh, ist das weit weg? Ah, das ist gar nicht so weit. Aber wir wollten eigentlich zuerst zu ihm hier. Aber wir haben eine Quest, Masti. Bevor sie alles niederbringen. Okay. Cool, komm schnell rein. Es ist ein Sektenaußenposten. Und los. Oh nein, der ist voll weit weg. Warte. Der ist ja voll weit weg. Hey, ich dachte, der wäre jetzt hier um die Ecke. Egal, fahr zu meinem Punkt.
Okay. Ich mach mal so lange den Punkt hier weg. Das ist John. Oder? Ja, das ist John. Ja, wir machen aber den hier. Ist doch auch. Okay. Nee, das ist John. Und was ist das? Okay. Wieso bist du eigentlich nicht an der Gun? Alles gut. Jetzt fahren wir erstmal wieder zum Flugplatz. Drecksäcke! Fahr zur Hölle, du Arschloch! Scheiße! Krieg ihn nicht! Kann man wechseln noch zur Gun? Warte. Ich hol ihn. Ja. Nein, ich hol ihn. Yeah! Oh, ich bin tot. Ich? Ja, der hat mich runtergeschossen. Ich klammer mich ans Leben! Aua! Der hat mich auch runtergeschossen. Was? Was? Was ist denn heute los? Die geben's dir richtig. Ich glaube, ich bin im falschen Spiel. Ja.